Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial von mir. Ich bin x360HDX und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Bilder in einer Picturebox öffnen und schließen könnt. Dazu erstellen wir uns eine neue Windows Forms Anwendung, geben hier einen Namen ein und klicken auf OK. Dann, machen wir es jetzt mal größer, machen wir zwei Button und eine Picturebox. Also nur einer. Okay. In diese Picturebox werden wir jetzt gleich ein Bild einfach einfügen. Und zwar werden wir diesen hier öffnen nennen. Den hier speichern. Das sehe ich gar nichts hier. Speichern. Okay. Jetzt setzen wir das hier bei Border Style noch auf Fixed Single und der Size Mode auf Stretch Image. Das heißt, dass das Bild an der Picturebox Größe angepasst wird. Jetzt müssen wir noch ein Bild haben. Ja. Bei Image. Suche ich ganz kurz was. Bilder. Einfach Hacker, jetzt ist mir egal. Völlig wurscht. Nehmen wir einfach das hier jetzt. Speichern. So, jetzt nehmen wir das hier einfach. Öffnen. So. Ja. Doch so. Passt schon. Okay, dann klicken wir auf Öffnen und geben da erstmal ein. Ach man. Dem. OP. OFD. Abkürzung für Open File Dialog. S. New Open File Dialog. Klammer auf, Klammer zu. Dann. OFD Punkt Filter gleich Bilder oder halt Bild. Ja, Bild öffnen. Bild öffnen. Klammer auf Sternchen PNG. Also hier halt das gewünschte Format halt. Punkt PNG. So, tut mir leid. Dann, wie dieses Zeichen heißt, weiß ich nicht. Das ist, ihr müsst Alt, GR, rechts neben der Leertaste und halt zwischen diesen Pfeilen groß und klein halt. Da ist dieses Zeichen. Das müsst ihr da halt eingeben. Sternchen.png. Leertaste, wieder dieses Zeichen. All Files. Leertaste. Sternchen, Punkt, Sternchen. Und das. Dann if OFD Punkt Show Dialog gleich Dialog Result Punkt OK. Dann soll die Picturebox ja dieses Bild empfangen sozusagen. Picturebox 1 Punkt Image gleich Image Punkt From File OFD Punkt FileName, Klammer zu. So, jetzt werden wir das Ganze mal kurz testen. Ja. Ja, das mit dem Reinmachen, das habe ich total falsch gemacht jetzt. Voll vergessen. So. Jetzt haben wir hier kein Bild. Wir klicken auf Öffnen. Hier öffnet sich jetzt ein Fenster, wo wir aussuchen können, was wir möchten. Und ja, PNG. Das war halt ein anderes Format jetzt. War das hier. Es war ein. So ein Bild. Ja, auf Öffnen. Und wir sehen, das Bild hat sich hier in dieser Picturebox geöffnet. Jetzt werden wir noch den Speicherbutton programmieren. Dafür schreiben wir dim
Save File Dialog as New Save Upsala Save File Dialog Klammer auf Klammer zu Save File Dialog Punkt Filter gleich Bild speichern Sternchen hier wieder das gewünschte Format. Ich nehme jetzt einfach PNG. Klammer zu. Diesen Strich hier wieder. Punkt PNG. All Files. Ja, vom Grunde fast genau der gleiche Code wie gerade eben. If sfd. Punkt Show Dialog gleich okay. Jetzt kommt der schwierigste Teil des Codes. Picturebox 1. Image. Save. Klammer auf. SFD. Filename. Komma. System. Drawing. Imaging. Image Format. Ja, und jetzt können wir hier halt aus dieser Liste halt ein Format wählen. Wir haben jetzt PNG hier schon geschrieben, also müssen wir es auch machen. Und das war's auch schon. Jetzt testen wir das Ganze noch. Wir öffnen zuerst ein Bild. Jetzt speichern wir es unter einem anderen Namen. Hallo, und einem anderen Format noch. Desktop, speichern. So, jetzt haben wir hier Hallo und das Normale halt. Wie ihr seht, ist das hier PNG-Datei. Und das hier halt das andere. Jetzt könnten wir noch ein paar Feinabstimmungen machen, wie zum Beispiel Messagebox, Information, File Saved oder so. Und dann hier einfach noch Bild wurde gespeichert. So. Speichern. Dann Bild wurde gespeichert. Ja. Klappt alles wunderbar. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial hier gefallen. Abonniert uns und bewertet das Video. Schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal dann.